Ich bin Franzi, auch bekannt als Oja Franzi oder aber auch die, die den Kaffeeklatsch mit Wissenschaft moderiert. Ja, genau, und jetzt bin ich hier und ihr fragt euch, was macht die jetzt hier überhaupt? Kaffee habe ich dabei, aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. Und zwar bin ich aufmerksam geworden auf den Fast Forward Science Aufruf, der sagt, innerhalb von 24 Stunden holt euch eure Instagram-Accounts raus und erklärt den Begriff ansteckend. Ich habe mir gedacht, heute reden wir mal über das Thema Übertragungswege. Ja, ansteckend ist nämlich nicht nur Lachen und Angst, sondern auch Krankheiten. Im Moment, glaube ich, alle wissen. Und viele fragen sich immer noch, auf welche Wege kann man sich überhaupt anstecken? Und für manche ist das vielleicht ein total banales Thema, aber ich finde trotzdem, dass das super wichtig ist, das zu kommunizieren, denn nicht alle Krankheiten werden auf demselben Weg übertragen. Und da dachte ich, erzähle ich euch einfach mal was dazu. Fangen wir jetzt vielleicht einfach mal mit der an, über die im Moment alle reden, und zwar die Tröpfcheninfektion. Was ist die Tröpfcheninfektion? Fliegen da Sachen durch die Luft? Tröpfchen? Was ist das? Ja, okay. Reden wir da einfach mal knallhart drüber. Es ist Niesen, Husten, Sprechen, ja? Wenn man zu dicht an jemanden rangeht, dann überträgt man auch Tröpfchen, die dann die Leute infizieren können. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, du bist krank, du hast die Grippe, du läufst durch die Gegend rum, am besten noch durch die U-Bahn, ja, und hustest einfach in die Atmosphäre die anderen Leute an. Dann werden diese Partikel, diese Tröpfchen, die du ausscheidest, von anderen Leuten eingeatmet und gelangen in die obere, durch die Luftwege, in die oberen Atemwege. Das kann aber auch durch alles andere Mögliche passieren. Das muss jetzt nicht nur durch Fremde sein, die rumhusten, sondern natürlich auch engerer Kontakt, wie Küssen zum Beispiel. Hierbei ist es auch zu unterscheiden, dass es zwei mögliche Art von Tröpfchenübertragung gibt. Das kommt nämlich darauf an, wie groß diese Tröpfchen sind. Sind die größer als 5 Mikrometer, dann reisen die nicht so lange und so schnell durch die Luft, sondern werden eher wieder auf den Boden getragen. Ja? Und je kleiner die sind, desto weiter können die gestreut werden. Das heißt, alles, was kleiner ist als 5 Mikrometer, kann viel weiter geblasen werden. Ja? Das ist ein Unterschied. Dann gibt es noch die Schmierinfektion oder aber auch Kontaktinfizierung genannt. Ja? Und da ist es einfach so, dass es von Menschen zu Menschen oder von Menschen zu Gegenständen, Gegenständen zu Menschen geht. Von der Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist das so, dass wenn du, wie gesagt, zum Beispiel in der U-Bahn bist oder wo auch immer, du niest dir in die Hand, ja, hier immer schön in die Armbeuge, aber sagen wir mal, du bist so einer, du niest dir in die Hand und dann reichst du deinem Chef, wenn du auf Arbeit kommst, die Hand und schon hat der das auch an der Backe. Ja. Dann kann es nämlich sein, dass der Mensch, der das dann an der Hand hat, sich ins Auge fasst, oder die Nase reibt oder sonst wohin seine Hand steckt. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, sich immer die Hände zu waschen. Das werden schon den kleinen Kindern beigebracht. Aber ich glaube, mit dem Alter vergessen das manche Leute. Immer Hände waschen, das hören wir jetzt immer wieder, wie wichtig das ist. Und wirklich, nicht nur, wenn es um Corona geht, sondern alles Mögliche. Du warst im Bad, wasch dir die Hände. Du warst draußen, wer weiß, was du alles angefasst hast. Wasch dir die Hände. Hände waschen. So. Dann geht's weiter. Es gibt nämlich noch viel mehr Wege, sich zu infizieren. Zum Beispiel über eine Lebensmittelinfektion. Man sieht den Lebensmitteln das nicht immer an, aber auf deren Oberfläche können auch Viren und Bakterien haften. Deswegen ist es immer wichtig, Lebensmittel vernünftig durchzukochen, weil Salmonellen, ja, auch in Eiern, rohe Eier, roher Fisch, Vorsicht geboten. Dann ist es natürlich auch noch so, dass sich Giftstoffe in diesen Lebensmitteln bilden können. Das nennt man Toxine. Wenn der Mensch denn diese aufnimmt, ist es ganz oft so, dass man davon spricht, dass es eine Lebensmittelvergiftung gibt, weil man sehr starke, durch die Aufnahme dieser Toxine, also durch diese Lebensmittel, sehr starke Erscheinungen haben kann, die dazu führen, dass man lange Zeit im Bad verbringt. Dann kann es noch, zu guter Letzt, zu der Infektion über Wasser kommen. Infektion über Wasser, man redet immer, trink genug Wasser, Kind.
Ah, du bist vielleicht dehydriert, trink genug Wasser. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, wie das alles über Wasser passieren kann. Ich bin mal, wo ich noch jung war, also so 2 Jahre her ist das, bin ich nach Thailand gereist und mir wurde gesagt, pass auf, Cholera. Cholera kannst du, trink nicht aus irgendwelchen Pfützen. Kind, trink nicht aus irgendwelchen Brunnen. Okay. Naja, jedenfalls ist es nicht nur so, dass man das Wasser trinken muss, um davon krank zu werden. Nein, nein. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht im Internet und was mir gesagt wurde, ja, man darf nicht aus Brunnen trinken, aber auch, Obacht, bei Schwimmbädern. Und zwar gibt es da ganz oft so ja, Sprühnebel. Es gibt da Wasserfälle. Ganz toll. Finden Kinder super. Da können überall Bakterien herkommen, die dann durch den Mund aufgenommen werden. Dafür muss man nicht mal irgendwie mit offenem Mund durchs Bad schwimmen. Das kann einfach so passieren, ja, durch die Aufnahme der Schleimhäute wieder. Und man muss dann halt besonders beim Duschen aufpassen und im Bad. Ja, da habe ich mich noch überhaupt noch nie mit beschäftigt, jede Woche schwimmen gehe, wie man da eigentlich aufpassen muss. Aber macht euch jetzt nicht ganz so große Sorgen. Diese sehr schön benannten Fäkalbakterien, um das zu vermeiden, dass sie ins Wasser kommen, wird das Wasser regelmäßig aufbereitet. Und durch strenge Kontrollen wird sicher gegangen, dass es nicht einfach bei euch rumschwirrt in den Otto-Normal-Schwimmbädern. Das heißt, trotzdem nicht vielleicht unbedingt das Wasser aus dem Pool trinken, aber man sich jetzt auch nicht so eine Sorgen machen. Also nochmal zusammenfassen: Es gibt die Trocheninfektion, Schmierinfektion, Lebensmittelinfektion und die Infektion über das Wasser. Tja, ich würde sagen, damit war es das jetzt erstmal. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, guckt auf infektionsschutz.de. Kann ich nur empfehlen. Da habe ich auch viele mehr in der Information her. Ich werde mir jetzt den vielleicht sechsten Kaffee heute machen, weiterarbeiten und mein Wasser filtern.